Hallo, liebe Leute, hier ist Miss Funny Home. Jetzt zeige ich euch mal ein Weight Watchers Rezept und zwar Spaghetti mit Walnusssoße. Die Portion, wenn ihr sie mit dem Salat zusammen macht, reicht sie für 3 bis 4 Leute. Angegeben ist es oder ausgerechnet mit den Punkten ist es für 4 Personen. Dazu benötigt ihr erstmal 200 Gramm Spaghetti. Eigentlich kann man auch Bavette nehmen, das sind schmale Bandnudeln. Ich mache lieber Spaghetti, da alle meine Kinder das gerne essen. Dazu dann natürlich noch eine Prise Salz, eine halbe Zitrone, 100 Gramm Ziegenfrischkäse. Kann man nehmen, welchen man möchte. Ich habe mir jetzt einen mit Thymian ausgesucht, weil ich auch die Soße mit Thymian abschmecke. Dann brauchen wir 5 Esslöffel Schmand. Ich habe saure Sahne genommen, weil ich keinen Schmand gefunden habe. Ist auch gut, geht auch, ist absolut in Ordnung. 3 Esslöffel Walnüsse habe ich hier von Viva Vital die Walnusskerne genommen, die schmecken immer ganz lecker. Kann man auch frische, ist natürlich noch toller. Thymian brauchen wir. Ansonsten natürlich Pfeffer zum Würzen. Rucola 300 Gramm. Ich habe jetzt Mini-Romana genommen, da ich kein Rucola, keine Rauke gefunden habe. Ich habe 2 Mini-Romana, das sind auch ungefähr 300 Gramm. 3 mittelgroße oder 2 große Birnen. Besser wäre rote. Schmecken viel besser, weil das wird mit Himbeeressig gemacht. Mache ich jetzt aber sowieso nicht. Oder Himbeermarmelade. Es geht auch mit normalen Birnen. Dann 2 Esslöffel Essig. Am besten Himbeeressig. Ich nehme jetzt Balsamico-Essig. Wenn man möchte, kann man auch Himbeermarmelade einfach dazugeben. Da sowieso Marmelade dazu kommt. Ich habe jetzt auch nur Kirschmarmelade, aber auch das geht in Ordnung. Dann braucht man noch einen Teelöffel Pflanzenöl. Nehme ich eigentlich meistens Rapsöl, habe aber jetzt irgendwie Sonnenblumenöl da. Und 30 Milliliter Wasser. Ja, das sind jetzt erstmal die anfänglichen Zutaten. Jetzt geht's weiter. So, ich fange jetzt mit der Walnusscreme an. Was ich noch vergessen habe zu sagen, das Ganze hat pro Person 9 Pro-Points. Immer wichtig für alle Weight-Watchler unter uns. So, bevor ich die Soße anfange, werde ich erstmal die Nudeln, das habe ich jetzt schon gemacht, die Nudeln, Spaghetti, Bavette, was man nun möchte, erstmal kochen, in Salzwasser garen. Wir benötigen nämlich Nudelwasser, noch 5 Esslöffel. Also, ich fange jetzt mit der Walnusscreme an. Dafür brauche ich den Ziegenfrischkäse, den Schmand. Ich mache das jetzt mal. Den Ziegenfrischkäse fülle ich da rein. 100 Gramm sollen es sein. Ich mache das immer ein bisschen mehr. Alles so über den Daumen gepeilt. Ich nehme jetzt nämlich 150 Gramm, da meine ganze Familie nur Weight Watchers mit ist und es ja doch für mehr sein soll. Ziegenfrischkäse, Schmand, sollten es 5 Esslöffel sein. 100 Gramm Ziegenfrischkäse, 5 Esslöffel Schmand. Ich nehme 9 Löffel, da ich ja jetzt hier schon reingeschmaddert habe. So. Eins, zwei, drei, das ist fast der ganze Becher, vier, fünf. Und da ich ja sage, ich mache Pi mal Daumen, nehme ich den ganzen Becher. Ich würde aber sagen, 5 Esslöffel sind weniger, wenn ihr jetzt euch genau an Weight Watchers halten wolltet. Nehmt nur 5 Esslöffel, ansonsten nehmt genau den Becher und nehmt auch ruhig 150 Gramm Ziegenkäse, weil schon überschaubar ist von der Mahlzeit her. Und wer da mehr Hunger hat oder seinen Mann mitfüttern möchte, dann ist es so rum besser. So, jetzt brauchen wir ein Viertel Teelöffel Zitronensaft. Das ist echt wenig. Ich mache jetzt hier erstmal, sonst landet es mir bestimmt drinne, die beiden Zitronenkerne, die ich hier schon gleich vorne im Vorfeld sehe, raus, weil ich die Zitrone nämlich nur über der Hand auspresse. Und dann laufen sie rein. Und ein Viertel Teelöffel, ich mache es mal so. Eigentlich mache ich es nach Gefühl. Jetzt mache ich es genau. Würde ich sagen, ist so viel. Mache ein ganz bisschen mehr. Auch dieses kommt jetzt zur Seite. Auch die Kerne mag ich nicht, jetzt mehr hier haben. So, dann kommen die Walnüsse und der Thymian mit rein. Die Walnüsse mag ich so groß nicht. Zerkleinere sie also ein bisschen. Finde ich leckerer, finde ich besser. Lässt sich auch besser verrühren. Haben auch mehr Leute was von. Was da so blubbert, ist mein Nudelwasser. So, das finde ich jetzt absolut in Ordnung von der Menge her, von der Größe her meine ich.
So, die kommen jetzt alle da rein. So. 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 Jetzt habe ich also die Walnüsse drin. Jetzt Thymian. Jetzt soll ich das Ganze würzen oder würze ich das Ganze mit einem Teelöffel Thymian. Auch das mache ich nach Gefühl. Trocknen, frischen, wie auch immer. Ich finde frischen cooler, habe aber keinen frischen da. Also so. Jetzt kommen noch 5 Esslöffel Nudelwasser rein. Ich hole mir also das Nudelwasser. 2, 3, 4, 5. Kippe ich jetzt da rein. 5 Esslöffel Nudelwasser. So, verrühre das schön vorsichtig. Und wenn ich das mal ein bisschen verrührt habe, kann ich es auch würzen. Und zwar mit Salz. Bisschen jetzt aufpassen, Ziegenfrischkäse schmeckt ja doch stärker. Also lieber dann mal nachwürzen und probieren. Und Pfeffer. Also eine Prise Pfeffer, eine Prise Salz. Und das ist schon die Soße. Die soll jetzt natürlich gerührt werden, bis sie eine gleichmäßige Konsistenz hat. Sieht sehr gut so aus. So. Gut aus, riecht sehr lecker. Kleiner Abschmecktest. Mal. Ja, finde ich sehr, sehr lecker. Und wer nicht so auf Thymian steht, sollte den einfach rauslassen. Das ist eine Geschmackssache. Also, aber Thymian gibt eigentlich den Kick für dieses Gericht. Ich würze jetzt noch ein bisschen nach, weil sie mir fast noch ein bisschen lasch ist. Daher noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Und nochmal rühren. Jetzt bin ich mit der Soße fertig, kann diese zur Seite stellen und fange mit dem Salat an. Dafür wasche ich den Rucola, habe ich jetzt hier in dem Fall schon gemacht. Nicht Rucola, ich habe Mini-Romana genommen, habe ihn untergehalten, gewaschen, mache es aber gleich nochmal, wenn ich meine Salatschleuder benutze. Kann man auch, überlege ich jetzt gerade, vielleicht in einem Sieb machen. Ich schneide es erstmal klein. Da es ja kein Rucola ist, muss ich ihn ja so klein schneiden. Ich schneide ihn einfach jetzt in Streifen. So. Und dann die festen Stücke mag ich nicht so sehr. Dann schneide ich ihn nochmal nach. Es sollen ja keine großen Stücke dabei sein, die keiner essen kann. So. Das kommt alles in eine Salatschleuder oder auch in einen Nudelabtropfsieb. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Beim Nudelabtropfsieb wird es natürlich nicht ganz so klasse trocken. Kann man so mit einem Handtuch abtropfen, abtupfen, wie man möchte. Jedem selber überlassen. Auch schon gehört, kann man auch ganz klasse einfach in ein Handtuch einwickeln, Salat, und dann durch die Gegend schleudern. Durch die Wohnung quer rum. Habe ich auch mal auf Gag probiert, hat aber meine ganze Küche voll gespritzt. Fand ich jetzt nicht wirklich den Verbesserungsvorschlag für denjenigen, der keine Schleuder hat. So, jetzt gehe ich mal kurz noch mal meinen Salat ein bisschen gründlicher putzen und bin gleich wieder da. Ich bin wieder da, habe meinen Salat gewaschen, brauche jetzt die Birnen, die wascht ihr bitte auch vorher. Klar, ihr wisst, Giftstoffe und so weiter, alles. Die vorher waschen, dann vierteln. Ganz schön schwierig bei so großen Teilen. Moment. Hopp. Einmal vierteln. Nicht, dass ihr jetzt seht, wie ich mir in die Finger schneide. Entkernen, ganz wichtig. Das schmeckt gar nicht. Ja, also immer das hier alles rausschneiden. Gefällt mir immer noch nicht. Ich mag das gar nicht. So, hier habe ich es besser geschnitten. Hier geht es gut raus. So, weiter. Diese schneide ich jetzt mal so. Ich glaube, es geht einfacher. Auch entkernt. So. Und dann
gleich alles gleichmäßig in Scheiben schneiden. So, alle Birnen geschnitten. Jetzt in Scheiben schneiden. Wenn es geht, schön in dünne. Umso besser schmeckt es im Salat. So, da ich jetzt euch nicht damit behelligen möchte, wie ich die Birne die ganze Zeit schneide, blende ich gleich wieder ab.